Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Ja, ich glaube, das war heute das, was man ein munteres Spielchen nennt. Einfach ein schnelles Auf und Ab. Beide Mannschaften hatten Möglichkeiten, auch noch mehr Tore zu schießen. Wir haben noch 12 Meter verschossen, natürlich unglücklich. Aber insgesamt war ich sehr zufrieden, weil wir ja schon auch auf vielen Positionen verändert haben. Jetzt auch vorne die beiden Jungs haben sich gut bewegt. Jimmy Hoffer, Badi Manson haben beide angedeutet, dass sie auch zusammen agieren können. Von daher auch ein aufschlussreicher Test. Das haben die Jungs dann selber geregelt. Sollten alle in der Lage sein, Ball vernünftig aufs Tor zu schießen. Ist zweimal nicht gelungen, sowohl Sascha als auch Jimmy haben eigentlich einen guten Schuss. Habe ich dann schon zugetraut, aber ist halt so, müssen wir jetzt auch, glaube ich, nicht groß mehr drüber reden. Ja, Daniel Gorn hat ein gutes Spiel gemacht, das ist natürlich ein sehr erfahrener Spieler, das sieht man auch in den Situationen. Wichtig ist, jetzt für ihn wieder fit zu werden, gesund zu bleiben. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.